Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Und jetzt geht's an dieses Pflanzen-Piranha-Gegner. Riesenmutantenpflanze. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber scheinbar ist das mit der Musik so ein bisschen ein Problem bei dem Spiel. Naja, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber diesmal ist die Musik wieder da. So. Aha. Ah. Gut, das hat funktioniert. Ich gebe ehrlich zu, dass ich schon mal gesehen habe, wie dieser Gegner funktioniert. So. Okay. Das war Nummer 2. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn treffen muss, aber sollte ja wohl kein weiteres Problem darstellen. Schließlich habe ich ihn jetzt schon. Okay, das war scheinbar schon. Oh, er war zu Farbe. Ich löse es selbst auf. Okay. Und da hätten wir meine zweite Insignie. Meine dritte Insignie. Bravissimo. Yay. Fortfahren. Aha. Ich könnte jetzt das Bootshaus im Westen der Stadt ist verschwunden. Die hiesige Polizei ist ob des gehäuften Auftretens merkwürdiger Ereignisse in letzter Zeit überfordert und bittet die Bevölkerung um Geduld bei der Aufklärung. Yay. Mal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Bestimmt aber. Ja. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Mhm. Die Höhle ist dort hinten. Und ich habe gerade noch eins dieser Mario Mock. Ich sag's immer noch nicht. Der Schleim ist weg und alles erstrahlt in alten Glanz. Jetzt müssen wir nur noch die Touristen zurückgewinnen. Etwas ist hier faul. Meine weibliche Intuition sagt mir das. Wow. Komm raus. Aha. Okay, dann lass. Moment, ich will wissen, ob der Gegner irgendwas Besonderes ist. Aha. Nur eine Münze, na toll. Ah, du scheinst sauer zu sein. Vor kurzem regnete es widerlichen Schleim, das war übel. Ja. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Würdest du die Kamera drehen? Danke. So. Ich habe gar nicht gesehen, dass da hinten auch ein Seil ist. War das schon immer da?
so. Das X markiert die Stelle. Keine Ahnung, was das X zu bedeuten hat, aber das hier weiß ich, was das zu bedeuten hat. Aha! Eine blaue Münze. Was auch immer die bringen, ich weiß es nicht, aber ich habe eine. Okay. Hier oben geht scheinbar auch noch weiter. Will ich wissen, was da drüben ist? Der Tod. Ah. Natürlich. So. Das war ja offensichtlich, dass da der Tod ist. Ja. Kann ich das skippen? Ja, kann ich. Okay. Ist ja nett, dass alles so schön klappt. Nicht. Toll. Jetzt bin ich hier drüben. Komme ich von hier aus da wieder hoch? Ja, vielleicht mit dem Dreiersprung. Wenn du keinen Seitensprung machen würdest. Danke. So. So. Wunderbar. Hätte ich auch anders hier hochgekommen? Keine Ahnung. Ah, verdammt. Moment mal. Vielleicht so? Ja, das könnte funktionieren. Wenn ich das mit den... Wenn ich an den Pfahl gesprungen käme. Springt überall hin, bloß nicht an den Pfahl, ne? Hallo? Psst. Nee. Machen wir es halt so. Okay, funktioniert auch nicht. Mist. Moment. Na. Ah. Kannst du keine weiteren Wandsprünge machen? Doch, kann er. Ach, Mann. Oh, da hinten ist schon wieder... eine blaue Münze versteckt. Okay. Ich frag mich wirklich, wie ich da jetzt hochkomme, wenn ich...
muss doch auch einen anderen Weg geben, oder nicht? Das war auf jeden Fall schon mal die falsche Düse. Also wenn ich weiter mich so anstelle, dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen für dieses Projekt. So. Ja. Grandios. Damit wären wir wieder am Anfang. Okay, machen wir es erstmal anders. Gut, das hilft mir nicht. Hier kann ich kein Wasser auffüllen. Das ist scheinbar zu niedrig. So. Ah. Wieso ist eigentlich jedes Mario-Spiel gewöhnungsbedürftig? Ah. So. Moment, wieso bist du dreckig? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Oh. Hätte mir eigentlich mehr erhofft als das. Bist du der Mützenmann, von dem alle sprechen? Keine Ahnung, spricht man denn von mir? So. Okay. Bin schon mal hier hochgekommen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. So. Halt, da ist eine blaue Münze. Gut, das hat mir jetzt zwar meinen ganzen Aufstieg versaut, aber ich habe eine blaue Münze. Das ist doch schon mal was. Okay. Ich habe keine Ahnung, wofür die blauen Münzen genau sind, aber sie werden schon irgendeinen Sinn haben. So. Ah. Ja. Würdest du bitte einfach auf dieses Seil klettern? Danke. Ach, Mann. Ist doch wohl ein Witz. So. Danke. So geht's natürlich auch. So. Hat sich das gedreht? Okay. So. Aha, okay. Noch eine blaue Münze. Okay, da scheint nichts zu sein. No. Ah, Schwein gehabt. So. Yeah.
Okay. Nein, das schaffe ich nicht, oder? Verdammt. Okay. Ah, ich habe noch eine Idee. Ich könnte vielleicht mit diesem Müllrad da hoch. Tatsächlich. Nein, 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 nein. Versuchen wir es also nochmal. Na. Okay, so hoch komme ich nicht. Was ist das eigentlich? Seltsam. Okay. So. Aha. So komme ich auf jeden Fall schon mal hier rüber. Also hier. Oh, oh, oh. Oh. Nein. Ist doch wohl nicht wahr. Alles geht schief. Ich kann das nicht. Das Spiel ist zu schwer für mich. Hilfe. So. Das ist doch wohl nicht wahr. Wieso springt er denn beim dritten Mal weniger hoch? Hä? Oh Mann, du sollst nicht abspringen, du sollst hochspringen. Ist das so schwer zu verstehen? Okay, da komme ich nicht hoch. Nein, wieso komme ich denn da nicht hoch? Verdammt. Wie soll ich denn jetzt zu der Höhle kommen, wenn ich nirgendwo hochkomme? So. Ja, du konntest doch werfen, oder? Hast du nichts Besseres zu tun? Also worauf wartest du? Kannst du mich nicht hochwerfen? Mit Tusse. Toll, super. Ratlos im dritten Part. Weg geben, um dort rüber zu kommen. Und vor allem muss es einen Grund für dieses Kreuz geben. Hallo?
Ah, ich kann doch sogar Bäume hochklettern. Ah, was mir irgendwie nichts bringt. Wer bist du? Wie, du hast mich doch gefragt, ob ich dich werfe, oder? Hau Rock. Oh, blaue Münze. Hi. Kannst du den Eingang zur Hügelhöhle dort drüben sehen? Ein bunter Kerl kam heraus und lief unter die Brücke. Vielleicht hat ihn jemand Böses verfolgt. Sehr ärgerlich. Der lief unter die Brücke? Okay. Ist der? In der Hügelhöhle habe ich schreckliche Geräusche gehört. Was hat das zu bedeuten? Ich habe Angst. Ja, toll. Wo ist denn der Typ? Oh, der ist dreckig. Vielleicht kann ich, hilft der mir, ja? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ich will echt mal wissen, wofür die blauen Münzen sind. Abgelenkt. Verdammt! Ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme. Ist irgendwas hier oben bei der Mühle, das mir hilft? Das würde mich interessieren. Und ich weiß, dass der Part eigentlich schon zu Ende sein müsste, aber ich habe irgendwie gar nichts in diesem Part erreicht. Habe ich das Gefühl. Ich gucke jetzt nochmal eben auf die Mühle und dann überlege ich mir noch mal, was wenn da nichts ist, dann überlege ich mir noch mal, was ich tun kann. Hm, da ist eine Blume. Irgendwie hat mir das nicht geholfen. Komme ich irgendwie auch nicht ran? Aha. Dies ist die Klippenhöhle. Tut mir leid, aber es ist verboten, sie zu betreten. Na super. Das
hat mir jetzt ja unglaublich weitergeholfen. Absolut unglaublich weitergeholfen. Ach, Mann. Okay. Ich weiß definitiv nicht, was ich tun soll in dieser Mission gerade. Deswegen werde ich nochmal offscreen drüber nachdenken und dann gucke ich mir das vielleicht nochmal im nächsten Part an. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.